Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake. Yay! Wir sind gerade wieder in Sektor 5 unterwegs und wollen immer noch zu Aeris Kirche, weil wir da eine Materia haben liegen lassen. Diesmal mit dabei sind Aeris und Tifa. Quatsch, Aeris und Tifa. Der andere Dude, der mit dem Arm, Barret. Barret und Tifa. Und, kurz und schmerzlos. Genau. Oh, Feuer. Da. Aeris wurde nämlich von Shinra in Gewahrsam genommen. Und die wollen wir definitiv noch demnächst retten. Da geht ja gar nichts dran vorbei. Die Gute hat Barretts Tochter gerettet und jetzt müssen wir sie retten. Aber vorher müssen wir noch definitiv hier ein bisschen hoppla, aufpassen. Und diese Viecher hier kaputt machen. Whoop. Moment. Der lag da noch. Der war noch gar nicht K.O. Ich dachte, der wäre schon im Eimer gewesen. So. Ja. Die Kirche ist ziemlich weit weg, aber hey, oder auch nicht, denn wir haben hier das zweite Schokobo vom Alleskönner. Ja, dieser Kraut. Yay, Schokobo ist glücklich. Ja, so ein süßes Schokobo. Wunderbar. Wir haben jetzt eine neue Haltestelle damit errichten können. Das finde ich super. Wo ist denn die? Wo wurden die denn angezeigt? Ah, die ist dann jetzt hier oben. Das ist mal gut. Also, weiter zur Kirche. Es gibt hier sicherlich gleich irgendwo geradeaus weiter den Haupteingang oder so. Jawohl, da ist sie ja. Perfekt. Und Copyright Claim incoming. An dieser Stelle ist nämlich sicherlich wieder Aerosim am Laufen. Und Aerosim bedeutet so viel wie... Ach, voll blöd. Ey, da ist ja sogar Kyri. Die suchen wir nämlich auch. Perfekt. Die hat nämlich, die labert nämlich auch Mist über Avalanche. Wir haben ganz schön viel, was wir mit der reden müssen. Hey, Fräulein. Aber hier liegt noch was. Das will ich haben. Was ist denn das? Eine Heilpflanze. Sehr schön. Hey, du. Wie? Ich hab nichts getan. Das muss eine Verwechslung sein. Kyri. Kyri? Noch nie gehört. So ein schöner Name. Kann man glatt neidisch werden? Ein Freund von uns hat gesagt, dass du ihm sein ganzes Geld gestohlen hättest. Ach, darum geht's euch nur. Ich dachte schon, es wäre was Schlimmes. Jetzt erinnere ich mich. Bist du nicht dieses Klatschmaul aus Sektor 5? Das könnte ich gewesen sein. Hatte mal so eine Phase. Aber sag mal, dieses Schwert kenne ich doch. Du bist der Alleskönner, von dem alle reden, oder? Was habe ich für ein Glück? Du musst mir helfen. Shinra ist hinter mir her. Hast du die etwa auch beklaut? Nein, das war ein Missverständnis. Ich konnte doch nicht ahnen, dass die von Shinra waren. Und ich habe doch eh nur diesen einen blöden Schlüssel mitgehen lassen. Dafür muss man mich ja nicht gleich durch die Gegend jagen. Du hast also den Schlüssel geklaut. Ist das Ding so wichtig, dass sich das schon rumgesprochen hat? Aber das wusste ich doch nicht. Will man mich dafür umbringen? Muss ich mich mein Leben lang verstecken? Bitte, Kyri. Gib unserem Freund zurück, was du ihm gestohlen hast. Und den Schlüssel kannst du mir geben. Vergiss es. Dann habt ihr, was ihr wollt und lasst mich allein. Wer soll mich denn dann beschützen? Um Shinra kümmern wir uns schon. Also gib uns den Schlüssel. Versprochen, ja? Die Typen von Shinra sollten jetzt gerade am Kolosseum rumhängen. Sie warten bestimmt auf mich, bin nämlich für ein spezielles Match dort eingetragen. Ist schon überall angekündigt. Bist du verrückt? Quatsch, die können warten, bis sie blau werden. Ist ein Wunder, dass du nicht schon längst draufgegangen bist. Nehme ich als Kompliment. Sag Bescheid, wenn ihr fertig seid.
Ist das dein Ernst? Solche Mädels kann ich ja überhaupt nicht leiden. Oh, okay. Nochmal. Den Schlüssel kriegt ihr, wenn ich in Sicherheit bin. Okay, gucken wir uns nochmal hier die Aufträge an. Also, wir haben hier jetzt einige schon angenommen. Hoppla, einige schon angenommen. Und Schokobo-Suche sind wir eigentlich sogar schon fast durch. Der kleine Wildfang. Jiha. Kyri hat John Portemonnaie geklaut. Das wissen wir ja eigentlich schon. Jagd nach Cornelius Kronjuwelen. Das hatten wir eigentlich im Grunde auch. Müssen wir dafür jetzt echt ihre, jawohl. Die Materie, die wir die ganze Zeit haben wollten. Chakra. Yay. Und dafür der gesamte Weg. Ich glaube, mehr war hier nicht, oder? Wir können uns nochmal schnell einmal umgucken. Shinra ist hinter ihr her. Ja gut, hat sie ja wohl nicht anders verdient, würde ich behaupten. Moment, hier geht's auch nicht weiter. Ich frage mich so ein bisschen. Na gut, okay. Ah, seht ihr mal, hier ist noch eine Kiste, die wir noch nicht gefunden haben. Nehmen wir mit. Ein Talisman. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Ich frage mich so ein klein wenig, was wir jetzt mit der Ollen machen müssen. Gucken wir nochmal ganz kurz. Was ist das hier? Jagd nach Cornelius Kronjuwelen. Okay. Überprüfen. Im Versteck begegnet Cloud. Die behauptet es nicht. Achso, das hatten wir auch schon. Na gut. Versuchen wir einfach nochmal mit ihr zu reden. Vielleicht bringt das ein bisschen mehr. Und ansonsten nutzen wir einfach mal das Schwert, um sie zum Singen zu bringen. Ach, wenn ich doch nur gewusst hätte, dass die von Shinra sind. Du bist doch kacke. Am Kolosseum. Okay, meint die damit Don Corneus Kolosseum? Oder meint die damit irgendwas anderes? Ich bin mir jetzt irgendwie nicht so ganz sicher. Aber ich glaube fast, hier geht es nicht mehr groß weiter. Dann wollen wir doch mal... Dann wollen wir doch mal hier rüber reisen. Indem wir hier einfach mal das Chocobo nehmen. Chocobo Kirche. Genau, wir gehen darüber. Und dann holen wir uns über den Umweg, über die Schnellstraße, holen wir uns das eine Chocobo. Würde ich sagen. Das Gute ist, dass wir jetzt, dadurch, dass wir hier ein paar Chocobos haben, es relativ flott geht, an andere Punkte, an andere Stellen zu kommen. Oh, die Kutsche. Sehr schön. Ich freue mich sehr darüber, dass es hier sowas wie Schnellreisen jetzt gibt. So, und Kyri hat auf, Kiri hat anscheinend den Schlüssel für Don Corneo. Das ist der Schlüssel, mit dem wir überall rein können. Wir hatten ja schon einige Stellen gefunden, an die wir nicht rankamen, weil wir da einen Schlüssel benötigt haben. Und ich glaube, dass wir nämlich genau das machen werden. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Aber das Kolosseum, meint die damit wirklich dieses unterirdische, diese unterirdische Arena von Don Corneo? Ich weiß es nicht. Ein bisschen, ne? So, erstmal die Minimap wieder anmachen. Irgendwo in diese Richtung muss ein Chocobo stehen. Ach, dammit. Falsche Richtung. Wir müssen hier und dann hier entlang. Die in Häkchen Abkürzung, die wir schon mal gelaufen sind. Ach ja, oh nee. Eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Weil das ja wieder diese Straße ist, wo die komischen Dudes auf uns warten. Oh, habe ich einen Bock auf die. Aber dafür ist die Musik gar nicht mal so schlecht. Na ja, komm.
Ich übertöne die Musik immer. Oh. Jetzt kann ich ungemütlich. Das ist immer was Neues. So, muss ich mal ein bisschen ruhiger sein, wenn ich das dort glaube. Ist das wirklich so schlimm mit der Musik? Warum sagt mir das keiner? Ich meine, ein bisschen lauter kann ich schon machen. So ist es nicht. Ah, okay. Ja, eigentlich schon. Aber oft übertönt mich der Kampf, deswegen... deswegen habe ich die Musik bewusst so ein bisschen ruhiger gelassen. Das war abzusehen. Oder das Spiel besser gesagt. Da werde ich von der Seite auch noch angemeckert dafür, dass ich hier mein Ding durchziehe. Ein Smogger, zwei Smogger. Ach, Cloud ist vergiftet, sehr gut, aber egal. Cloud kann jetzt erstmal Magie wirken. So, jetzt müssen wir aufpassen, weil der explodiert noch. Sag ich doch. Und noch einmal. Und jetzt ganz schnell weg von ihm. Der explodiert nämlich wieder. Sag ich doch. So, jetzt müssen wir hier wieder langlaufen. Aber sobald wir dieses Schokobo haben, haben wir zumindest die nächste Mission geschafft. Hoppla. Jetzt ist die Musik wieder richtig geil. Dieser Techno-Remix von den Flammen. So, die Gegner sind auch nicht so krass unterwegs. Also probieren wir es einfach mal ganz geschmeidig hier durchzukommen. Gehen wir jetzt hier auf den richtigen Weg? Moment. Genau, da kommen wir nämlich gar nicht hin. Wait. Dass da noch irgendwas ist, ist klar. Aber müsste hier nicht eigentlich noch ein Chocobo sein? Chocobo-Suche? Die wurden mir doch angezeigt vorher noch. Chocobo-Suche da lang? Ach nee. Ganzer Weg umsonst oder was? Na ja, komm, dann erlauben wir uns mal den Weg hier einfach mal zu ignorieren. Ich bin am meisten. Moment. Hier ist doch steht doch sicherlich Zielgebiet oder so. Nee, komisch. Bin ich echt verwirrt. Na gut. Dann hier einfach wieder zurück. Konnte ich ja nicht ahnen, dass das hier so eine Sackgasse läuft. Ich dachte eigentlich, dass das Chocobo da unten wäre. Ich war der Meinung, dass das aber auch Schnellstraße hieß und das sieht mir eigentlich aus wie eine Schnellstraße. Aber gut, wenn die nicht wollen, dann wollen die nicht. Dann gehen wir hier einfach den Weg wieder zurück. Pech gehabt. Moment. Ah, seht ihr mal, hier ist einer von Don Corneos Schatzkisten. Ach so, das war das mit der Schnellstraße, klar. Einmal hier, dann einmal in den, wie heißt es? In der Kanalisation. Ist wieder so dunkel hier.
einmal in der Kanalisation, das wissen wir auch. Und irgendwo war noch ein drittes. Ich weiß, dass es... Ich glaube, ich gucke da mal in den alten Aufnahmen und schaue dann mal nach, wo das nochmal genau war. Hier lang zu laufen ist auch gar nicht so verkehrt, weil der Weg ist definitiv sicherer. Und wenn das letzte Schokobo eh hier unten auf dem Weg liegt, dann ist es ja für uns umso besser. Oh, jetzt scheint hier die Sonne durch. Da direkt vor uns Sektor 7. Oder zumindest das, was von Sektor 7 überblieb. So. Jo. Hier haben wir zumindest schon mal ein Chocobo. Willst du wirklich Rennviech? Noch mal zu Corneo? Eigentlich nicht. Ey, hallo, Missy. Was verschafft mir die Ehre? Ich muss dringend einen Weg auf die Platte finden. Shinra hat die Sicherheitsvorkehrungen scharf angeschraubt. Da kommt keine Maus mehr durch. Und auf dem Wallmarkt sieht's nicht besser aus. Corneos Männer sollen dort Jagd auf Avalanche-Mitglieder machen. Hm? Der Mann mit der eisernen Hand. Hm? Was ist damit? Corneos Schergen suchen nach jemandem von Avalanche, dem statt einer Hand ein Maschinengewehr aus dem rechten Arm wächst. Shinra soll auf diese Person ein ganz schönes Kopfgeld ausgesetzt haben. So ein Taschengeld klingt verlockend, oder? Verdammt nochmal, haben die denn nichts Besseres zu tun? Ein Mann, der auf diese Beschreibung passt, soll übrigens auch im Sektor 5 gesichtet worden sein. Und soll da wohl in einem gewissen Blumengärtchen ein- und ausgehen. So, so. Moment! Oh nein! Das klingt gar nicht gut. Nichts wie weg. Das klingt wirklich nicht gut. Was war denn das klingt nämlich sehr danach, dass wir... dass Barrett gesucht wird. Keine gute Sache. So. Moment. Hallöchen. Da seid ihr ja wieder. Vor kurzem ist noch eins unserer Tiere aufgetaucht. Wusste ich's doch, dass ihr das schafft. Na los, den letzten findet ihr auch noch. An der eingestürzten Schnellstraße wurde wohl ein Chocobo gesehen. Mehr habe ich leider nicht für euch. Ich hoffe trotzdem, dass euch das bei der Suche hilft. Aber ich dachte, das hatten wir. Nein! Okay. Dann müssen wir wohl doch zur eingestürzten. Warum wird mir das hier nicht angezeigt? Das wurde mir hier oben doch angezeigt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Eingestürzte Stellstraße. Moment. Slums von Sektor 5. Was ist das hier jetzt? I don't get it. Also doch hier oben. Und jetzt irgendwie nicht mehr. Jetzt wieder. Ich bin... irgendwie ein bisschen verwirrt. Das war mal... Man hatte hier irgendwie mal... Ah, ab dieser... Aha, jetzt wird mir nur noch der... Okay, dann war ich also doch richtig. Damn it! Wait. Aber, können wir hier nicht auch... Genau, hier können wir auch lang. Na gut, dann gehen wir den Weg nochmal. Dann haben wir zumindest schon mal ein Viertel von dem... ein Drittel von dem oberen Weg und jetzt nochmal dann ein Viertel von dem unteren Weg. Und wahrscheinlich ist das Ding genau in der Mitte. Ich war der Meinung, das wurde mir dort vorher angezeigt. Aber okay. So, die Trümmer von Sektor 7. Das sehen wir hier. Ah. Die Sorgen hören nicht auf. Davon haben wir einen neuen Questgeber. Sehr gut. Weimar, alles okay? Schön wär's. Die Bürgerwehr soll sich um die Verletzten kümmern. Das würden wir ja auch. Aber uns hält ein riesiges Problem von der Arbeit ab.
Das waren nämlich nicht nur Gerüchte. Es gibt dieses unterirdische Labor wirklich. Und schreckliche Kreaturen brechen aus ihm aus. Cloud, du kennst dich mit solchen Angelegenheiten aus. Jemand muss in dieses Labor eindringen und die Bedrohung ausschalten. Ein gefährliches Unterfangen. Für euch schon, für mich nicht. Wir können also auf dich zählen? Danke. Gar kein Problem. Okay, ins Labor müssen wir auch nochmal. Aber jetzt suchen wir erstmal dieses Chocobo. Das muss hier nämlich auch irgendwo rumflattern. Weil auf die Art und Weise haben wir nochmal einen Schnellreisepunkt. Und Schnellreisepunkte sind hier gar nicht, also mittlerweile gar nicht mehr so verkehrt. Das nimmt uns ein bisschen Arbeit ab. Hier war doch irgendwo. Da ist eine Leiter. Ich würde sagen, hier muss irgendwo eine Leiter sein. Goodie, Moment. Nee, da ist die nächste Leiter. Und mit ein bisschen Glück finden wir auch relativ flott unser Freund, das kleine Chocopopo. Erstmal hier die Hessen. Der macht schon wieder Knutschflecke. Pfui, ich mag das nicht. Die sind hässlich. Hast du die mal angeguckt? So, mal gucken, was schon wieder diese komischen Schergen hier tun. Weil hier werden sicherlich gleich wieder diese komischen Rabauken antanzen und versuchen mir... da vorne stehen sie schon. Hallöchen, Gangster Boys. Habt ihr es nicht mal langsam leid, von uns auf die Nase zu bekommen? Oh, achso, nee, Materia Luft ist aufgestiegen. Okay, das war hier nur diese Stelle mit dem, mit der Kiste. Also, schön im Hinterhalt gelockt. So, Magie, Feuer auf den Gangster. So, Ruhe da hinten. Na dann. Genau, weiter geht es. So, was haben wir hier? Hier hätten wir doch auch noch irgendwas. Nee, nur die Kiste. Die hatten wir auch schon. Hier steht mir schon wieder im Weg. Geht mal aus dem Weg. Gut, ich glaube, jetzt haben wir auch das letzte Drittel vor uns. Sehr schön, das Chocobo. Und ich sehe hier schon einen Kampf auf mich zukommen. Ja, oh, sei doch nicht so ängstlich. Alles ist gut. Ich dachte mir schon. Was seid ihr denn für Viecher? Ah. Mutantenschweif. Okay. Whatever. Moment, ihr macht irgendwas Komisches auf dem Boden. Das mag ich nicht. Erstmal ganz kurz, Analyse. Was seid ihr denn für Viecher? Nein! Oh, verdammt! Einmal zu schnell gedrückt. Dann Mist aber auch. Starke Resistenz gegen alles? Das ist ja ätzend. Das muss wohl irgendwie einen Schock bekommen. So, und im Schock. Oh, der geht aber auch ziemlich schnell aus dem Schock wieder raus. Dann wollen wir mal gucken, ob wir nicht zumindest mit starken Fähigkeiten da irgendwie gegenkommen. Na gut, okay, das... Wir können noch Fertigkeiten nehmen. Probieren wir es.
auf den hier. Auch nicht. Hero. Au. Au, 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 au. 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 Auf damit. Das reicht hier aber langsam. Erstmal Vitra. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich versuche es aber mal mit einem Limit Break erstmal. Und zwar auf den einen hier. Das hat nicht so viel gebracht. Tatsächlich kann Barret nochmal versuchen, Bio einzusetzen. In der Hoffnung, dass es was bringt. Ja, okay, Bio ist drauf. Also, er ist vergiftet und kriegt zumindest ein bisschen Schaden. Aber nee, das bringt immer noch nichts. Cloud. Ende mit Schrecken. Ich probier's. Ich mache jetzt einfach nochmal Analyse. So. Die Wesen klonen sich selbst, wenn sie beim Tanzen eingeschüchtert werden. Greife zuerst die Klone an, um die TP des Originals effektiver zu senken. Aha. Na dann, würde ich mal sagen, versuchen wir es mal mit den Klonen. Was auch immer die Klone sind. Das ist auch nochmal so eine Frage. Aber physische Angriffe sind reduziert. Woran erkenne ich den Klon? Probieren wir es jetzt doch nochmal mit Ende mit Schrecken. Das ging ja mal super daneben. Dann, So, das war irgendwie ein bisschen Schwachsinn, was ich gemacht habe, aber passt schon. Auf Hochtouren. Stimmt, beim Tanzen. Ja. Aufschrei. So, irgendjemand, der hier tanzt, da tanzt irgendjemand. Da. Egal. Man Limit Break auf den A. Na, egal, wir machen es einfach stumm. Barret leuchtet. Barret hat, glaube ich, auch einen Limit Break. Nee, Barret leuchtet. Warum leuchtet Barret? Will Barret irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat was mit der Fertigkeit zu tun. Stehle mal Rille. Da ist ein Tanz. So, egal. Wir hauen da einfach blöd drauf und gucken, was passiert. Irgendwann werden die schon nachgeben. Wenn Cloud nicht gerade am Einpennen ist. Gut. So. Der Ero ist nicht gut. Au. Hat nie viel getan, aber egal, dafür haben wir wieder einen Limit Break up. Ah, auf den hier. So, egal. Wir haben wieder sehr viele Fertigkeiten offen. Dann nochmal auf Hochtouren auf den hier. Barret kann nochmal versuchen, mit Blitzra irgendwie was zu regeln. Auch wenn er irgendwie nicht so ganz was bringt. Oh doch, er ist sehr stark. Dann kann Cloud jetzt auch nochmal mit einem Mutangriff drauf. Und da ist ein Klon. Neomutant. Warum nicht jetzt auf. Oh, da war Selbstzerstörung. Weg, 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 weg.
So. Und jetzt hat das geklappt auch mit dem, mit dem Klon. Es können wohl nicht mehr als drei Gegner gleichzeitig da sein oder so. Aufschrei, mal eben weg. Limit Break. Das war's dann. Ah. Das hat aber auch lange gedauert. Dafür haben wir jetzt das Chocobo bekommen. Chocobo, komm, alles ist gut. Jo. Jo, komm, nimm Krakergemüse, komm. Da. Es ist wieder glücklich und gestärkt. Yay. Neue Haltestelle. Das sollte das letzte gewesen sein. Das waren alle, oder? Denke schon. Fragen wir Sam. Ja. Gehen wir zu Sam zurück. Wenigstens einen Auftrag haben wir jetzt geschafft. Aber es bleiben noch viele Aufträge und tatsächlich ist das mit dem Schlüssel gar nicht so verkehrt. Hallo, da Sam. Bist du ja, Champion. Meinen besten Dank, alle drei Chocobos sind wohlbehalten wieder aufgetaucht. Mit den drei Flitzern läuft auch mein Kutschbetrieb endlich wieder rund. Hier, das ist für dich. Das ist ein Freifahrtschein für unsere Kutschen. Damit kannst du so oft du willst mit den Kutschen von Sams Chocobo Express fahren. Na super. Chocobos tragen einen, spenden einem draußen in kalten Nächten Wärme. Man muss die Viecher einfach lieben. Und dass ich mich am Wallmarkt über Wasser halten konnte, habe ich auch nur einzig und allein meinen Freunden hier zu verdanken. Wenn du ihnen in die Augen siehst, weißt du einfach, dass sie es gut mit dir meinen. Oh, die spenden einen Wärme, wenn es kalt wird. Wie Tauntauns. Das war gemein, by the way. Nur Star Wars Fans wissen, was ich damit gemeint habe. Oder heißen sie Tauntauns? Verdammt. Okay. Oh, da drüben läuft ein Junge rum. Moment. Nicht weglaufen. Ach, das Mädchen hier. Oh, Tifa. Betty. Ein Glück, dir geht es gut. Ja, wo ist denn Marlene? Ist sie okay? Klar, der geht es blendend. Da bin ich aber beruhigt. Tauntaun. Sagt mal, könnt ihr mir helfen? Ich bin auf der Suche nach Schallplatten für die Jukebox. Mit ein bisschen Musik könnten wir den Leuten wieder Mut machen. Was für eine tolle Idee, Betty. Alles klar. Wenn wir Platten finden, bringen wir sie dir. Und dann drehst du ordentlich auf, okay? Wirklich? Vielen Dank. Na, das klingt doch super. Und ich glaube, boah, wir haben schon ganz schön was zusammengesammelt, aber ich wette, sie will alle haben. Hoffentlich findet ihr tolle Lieder. Oh, was zum? Was geht denn hier jetzt ab? So viele junge Menschen. Ich will alleine sein. Na. Ich bin am Ende. Was soll ich denn jetzt machen? Ach so, okay. Wir drehen jetzt einmal die Jukebox auf. Wir brauchen irgendwas, was gute Laune bringt. Wie wär's mit Honeybee? Dieses Lied ist nicht das Richtige. Die Musik heitert die Leute nicht auf. Hätte ja sein können. Es sind immer noch alle ganz traurig. Oh, tut mir leid, Mädel. Main of FF7. Dieses Lied ist nicht das Richtige. Die Musik heitert die Leute nicht auf. Okay, hab's es verstanden. Sind immer noch alle ganz traurig. Oh, es tut mir ja leid. Tango of Tears. Nee, ich glaube, das ist es nicht. Tifa Theme. Barret Theme. Under the Rotting Pizza. The Oppressed. Das klingt alles nicht irgendwie sehr fröhlich. Dawn of the Slums. Ah, ich glaube, das wird es auch nicht sein. Ja, schon klar. Die Musik halt, es sind immer noch alle ganz traurig.
Farmboy. Die Musik haltet, es sind immer noch alle ganz... Goldsaucer. Ja, du hast recht, aber ich hab die noch nicht. Ein Papaya wäre was, stimmt. Da kriegt jeder gute Laune bei. Oder Schokobus. Nee, der Schokobus-Song wollten sie nicht. Wollten sie nicht? Weiß ich gerade gar nicht. Okay, wir brauchen mehr von diesen von diesen Liedern hier. Mehr Zeug. Wir müssen noch mal in die Arena, fällt mir gerade so ein. Achso, mit dir hatten wir schon. Wo war nochmal die Arena? Ah, Mokri-Shop-Medaillen. Dankeschön. Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ich bin da weggegangen, weil die Musik irgendwann richtig auf den Keks ging. So, wir müssen jetzt einmal zu Don Corneos Arena. Die ist hier oben entlang und dann hier. Hier. Angeblich ist Corneo verschwunden. Lass uns loslegen. Es wird mal wieder Zeit für einen neuen Kampf, wa? Haben wir hier nicht auch die Möglichkeit, irgendeine Musik zu kaufen? So, gucken wir mal. Gegenstände. Ne, doch nicht. Aber wir sollten uns, bevor wir in den Kampf gehen, auf jeden Fall hier nochmal kurz einmal hinsetzen und ausruhen. Dankeschön. So, Jungs und Mädels, seid ihr bereit? Wir müssen, glaube ich, ein paar Shinra-Leute verprügeln. Oh, Champion, du kommst gerade richtig. Diese Kiri, die heute ein Match antreten sollte, scheint kalte Füße bekommen zu haben. Wir warten schon seit Stunden und immer noch keine Spur. Wie wär's, Champ? Würdest du ihren Platz einnehmen? Na, los. Machen wir. Kein Problem. Oho, ein Mann, ein Wort. Mit dir als Ersatzprogramm wird sich niemand beschweren. Ich hoffe, die anderen kommen mit. Sollen auch mal herausfinden, wie das hier unter Tage abläuft. Was machst du denn hier? Wo hat sich Kiri versteckt? Diese verlogene Diebin. Das muss ein Handlanger von Shinra sein. Kiri ist verhindert. Wir sind das Ersatzprogramm. Dann mache ich halt euch fertig. Schließlich habe ich mit euch auch noch eine Rechnung offen. Böses Blut zwischen den Kontrahenten im Racheengelkampf. Passt das nicht wie die Faust aufs Auge, werte Zuschauer? Und ihr Kampf beginnt jetzt. Ausgezeichnet. Hier fange ich mal an. So. Weil ich muss auf jeden Fall noch eine Analyse reißen, bevor ich anfange, das Ding auseinanderzunehmen. So. Fertigkeit. Analyse auf das komische Monster. Damit wir mal sehen können, was es so gibt. So, leicht resistent auf solche... Okay. So. Eine künstliche Lebensform, die bei einem wieder natürlichen Experiment entstanden ist. Seine zwei Köpfe und sein Körper, der bei Erregung in Flammen aufgeht, wirken furchteinflößend. Wenn er seine Beute erwischt, lässt er nicht einmal Knochen zurück. Okay. Mit eiselementarer Magie lassen sich ihre roten und Heilmagie die blauen Flammen löschen. Okay. Wodurch die Angriffe schwächer werden. Was ist das jetzt? Das ist jetzt, glaube ich, eine rote Flamme. Das heißt, wir brauchen jetzt hier Magie-Eis. Nice. Und nochmal ein bisschen drauf knobben. Cloud hat auch einen Limit Break gerade ab. Das ist ja perfekt.
So, das macht doch hier richtig Action. Ich glaube, der bleibt nicht lange. So, welche Flammen kommen jetzt? Rote Flammen? Oder auch nicht. Das ist mir egal. Packen wir den einfach kaputt. Ist eh schon besiegt. Selbst die wildeste Bestie zu einem schnurrenden Kätzchen. Ein souveräner Sieg für unseren Topstar. Tja. Ha, bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. So einfach läuft das hier mit uns. Abgefahren. Ihr habt's echt drauf. Bin schon gespannt auf euren nächsten Kampf. So. Auf zu Kiri. Oder Kiri. Kiri, Kiri, Kiri. Denn sie ist nämlich auch der Schlüssel für 2 Sidequests insgesamt. Deswegen wäre es gar nicht verkehrt, diese Quest hier direkt zu machen. Weh, die schickt uns noch zu irgendeinem Scheiß. Und wie war's? Es ist erledigt. Shinra wird dich nicht mehr verfolgen. Oh, echt? Oh, wunderbar, da bin ich aber froh. Hast du deine Lektion gelernt? Klar, immer vorher gucken, wen man bestiehlt. Das war sie auf keinen Fall. Gut, das wär's dann erstmal, oder? Ich müsste eben mal nach Hause, wenn ihr nichts dagegen habt. Stillgestanden! Oma, was machst du denn hier? Fräulein, du bringst mich noch ins Grab vor Sorge. Danke, dass ihr euch um sie gekümmert habt. Ihr seid verwandt? Hatte ich das nicht erwähnt? Dieser kleine Frechdachs ist meine Enkeltochter. Guck, wir haben die gleichen Augen. Komm, Kiri. Stell dich nicht so an und gib ihnen den Schlüssel. Na gut. Übrigens, darf ich eigentlich auch wissen, wozu der gut ist? Schnüffel nicht immer so rum, Kiri. Kehr erst mal vor deine eigenen Tür, bevor du dich wieder in irgendwas verwickelst. Sei nicht so fies, Oma. So schlimm bin ich doch gar nicht. Sag die, die alles klaut, was nicht festgenagelt ist. Selbst eine diebische Elster hat einen Ehrenkodex einzuhalten. Mach deinen Job gefälligst anständig. Sonst kannst du dir aus dem Kopf schlagen, der nächste Racheengel zu werden. Warte mal, du bist der Racheengel? Und du bist von Avalanche. Ich kann deine Unruhe spüren. So viel ist noch ungetan, nicht wahr? Mir geht es genauso. Ob Racheengel oder Avalanche, so verschieden sind wir nicht. Das sind nur unterschiedliche Namen für einen gemeinsamen Kampf. Jeder Mensch besitzt die Freiheit zu wählen, wer er sein will. Oder? Wir entscheiden selbst, wer wir sind. Hä? Greifen wir uns Corneos Schätze und verteilen sie unter den Leuten. Dann sind wir die Racheengel. Bist du dir sicher, dass das mit dem Racheengel so funktioniert? Wir kämpfen für eine gemeinsame Sache. Das hat sie selbst gesagt. Stimmt auch wieder. Kommt, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Ja, ja. Ich hatte es doch das letzte Mal, als wir die gesehen haben, gesagt. Am Ende ist sie der Racheengel. Man sagt, dass sich Corneo in der Kanalisation mehrere Geheimräume eingerichtet haben soll. Ja, wissen wir schon. Na gut. Also das war jetzt nichts irgendwie großartig Neues. Aber das Schöne ist, und deswegen lohnt sich diese Sidequests auch immer sehr doll, wir können einfach überall hin, ohne großartig... Moment. Hier oben, in dem Gebiet... Ich muss hier nochmal ganz kurz was schauen. Ich bin der Meinung, hier war nämlich noch eine Stelle, zu der wir nicht ran konnten, weil wir dafür den Schlüssel von Corneo brauchten. Ah, nicht hier, sondern da unten. Hier irgendwo. Da, das sieht doch. Hier sind 2 Gebiete, an denen wir noch nicht waren. Tal Dämmerung und Schutz bla. Das heißt, wir düsen einmal hier zum Bahnhof und laufen hier hoch. Ich wusste, das waren mehrere Punkte und das war auch einer. Wir müssen erstmal zum Bahnhof von Sektor 5. Da. Und zum Glück kostet uns das Schnellreisen nichts.
Und an dieser Stelle mache ich aber auch gleich erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy VII Remake. Bis bald!